Wir haben als Community bereits 3 Challenges gestartet, die ziemlich gut angekommen sind. Und zwar haben wir 30 Tage 10.000 Schritte Challenge gemacht, 30 Tage Liegestütze Challenge und 30 Tage Sit-Up Challenge. Und nun ist es an der Zeit, eine neue Challenge zu starten, die uns mehr herausfordert denn je. Und hier habe ich gedacht, wir machen eine 30 Tage Burpee Challenge. Wer sich an die Liegestütze Challenge erinnert, wird sicherlich denken, oh ja, die Challenge war schon hart, die war schon sehr schwer. Wird sich bei dieser Challenge, bei der Burpee Challenge richtig freuen, denn bei Burpees haben wir nicht nur einen Liegestütz, sondern wir kombinieren diesen noch mit weiteren Bewegungen und das lässt uns deutlich schneller ermüden und darauf freue ich mich. Das Wundervolle an Burpees ist, dass so gut wie jeder mitmachen kann, da wir nicht viel brauchen. Wir brauchen einen Boden, wir brauchen etwas Zeit und wir brauchen Motivation. Und diese Sachen sollte doch jeder von uns irgendwo haben, oder? Ein klassischer Burpee kombiniert 3 Übungen, und zwar den Push-Up, die Kniebeuge und den Strecksprung zu einer fließenden Bewegung. Und dabei werden natürlich eine Menge Muskeln mittrainiert. Und zwar der Po, die Beine, der Hüftbeuger, der Rücken, die Brust, die Schulter, der Bauch und der Trizeps. Und natürlich auch noch viele weitere Hilfsmuskeln, die ich jetzt nicht alle erwähnen möchte. Also eigentlich wird der ganze Körper trainiert. Und außerdem steigert man mit Burpee seine Ausdauer, seine Koordinationsfähigkeit und seine Schnellkraft. Und außerdem fallen Burpees noch unter die Kategorie von Hochintensitätsintervalltraining, kurz gesagt HIIT, haben bestimmt schon einige von euch gehört. Burpees sind auch ein sehr effektiver Fatburner, da wie eben gesagt sehr, sehr viele Muskeln an der Bewegung beteiligt sind. Verbrennst du halt deshalb auch ordentlich Kalorien. Im Netz habe ich gefunden, dass pro Burpee man ca. 1,4 Kilokalorien verbrennt, was natürlich ganz von deiner Ausführung abhängt. Also könnte es durchaus mehr oder eben auch weniger sein. Aber geh mal von 1,4 Kilokalorien pro Burpee aus. Und wenn du zum Beispiel 50 Burpees machst, dann hast du ca. nach einem Set 70 Kilokalorien verbrannt. Hört sich im ersten Moment nicht viel an, aber es entspricht in etwa Kalorienmenge, wenn du einen Apfel zu dir nimmst. Und so kannst du am Tag einen Apfel mehr essen. Oder etwas anderes. Außerdem treiben Burpees nicht nur die Atem- und Herzfrequenz in die Höhe, sondern regen auch den Stoffwechsel ordentlich an. Und man profitiert hier von dem sogenannten Nachbrenneffekt. Sprich, auch Stunden nach deinem Workout, auch wenn du nichts machst, verbrennst du weiterhin Kalorien. Das heißt, es ist die perfekte Übung, um uns in Shape zu bringen, bevor der Sommer bald kommt. Oder ist es einfach die perfekte Übung, um uns fit zu halten. Und gerade da wir alle über den Tag gesehen viel zu viel sitzen und uns viel zu wenig bewegen, ist es die perfekte Übung, um Abwechslung in unseren sitzenden Alltag zu bringen. Nun habe ich Burpees hoffentlich richtig gut verkaufen können, sodass möglichst viele Leute mitmachen wollen bei der Challenge. Aber kommen wir langsam zu der Ausführung. Es gibt im Netz unheimlich viele Varianten, wie man Burpees ausführen kann und die findet ihr alle, wenn ihr ein bisschen mehr Input haben wollt. Aber ich habe für heute 2 Varianten rausgesucht, eine Variante für Anfänger und eine Variante für Fortgeschrittene, sodass wirklich, wirklich jeder, der mitmachen möchte, mitmachen kann. Also zunächst einmal zeige ich euch natürlich die Variante für Anfänger. Ihr stellt euch schulterbreit hin. Es sind 5 Steps. Ihr stellt euch schulterbreit hin. Step Nummer 1, ihr geht nach unten. Step Nummer 2, ihr springt mit nach hinten. Step Nummer 3, ihr macht einen Liegestütz. Step Nummer 4, ihr springt nach vorne und nach oben. Und jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Füße nach unten. Boom, 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 boom. 5 Steps. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt zeige ich euch die Variante für Fortgeschrittene, die geht deutlich schneller, geht aber auch mehr auf Ausdauer und lässt euch mehr Kalorien verbrennen. Ist aber insgesamt halt viel anstrengender. Und hier müssen wir die ersten 3 Steps zu einem Schritt verbinden. Sprich, also wir gehen nicht runter und dann nach hinten, sondern wir gehen direkt in den Liegestütz. Boom. Bei der einfachen machen wir Step 1, 2, 3. Und bei der fortgeschrittenen machen wir, gehen wir direkt nach unten. Boom. Das sind die Unterschiede. Die Variante für Fortgeschrittene sieht natürlich viel mehr nach Sport aus, viel mehr nach Ausdauer, deutlich flüssiger als die Variante für Anfänger, was bei mir da hinten gerade wahrscheinlich nicht der Fall war, da ich mich persönlich als Anfänger sehe, denn ich habe sehr, sehr lange keine Burpees mehr gemacht. Dennoch ist es mein Ziel, am Ende dieser Challenge auch die fortgeschrittene Variante selber perfekt meistern zu können. Leute, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Burpee-Varianten. Das heißt, solange du deinen Liegestütz machst und wieder nach oben gehst, hast du einen Burpee geschafft. Was will ich damit sagen? Dass der Sprung nicht unbedingt notwendig ist. Ich persönlich werde am Anfang mit dem Sprung machen, um zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert. Sollte ich aber Schmerzen bekommen oder andere Komplikationen, wird der Sprung natürlich weggelassen. Und solltest du zum Beispiel selber irgendwelche Probleme oder Einschränkungen schon haben oder vielleicht übergewichtig sein, dann würde ich den Sprung am Anfang weglassen und wenn du dann dich irgendwann sicher fühlst,
dann denn vielleicht einführen. Oder vielleicht hast du nervige Nachbarn oder strenge Eltern. Dann würde ich auch den Sprung weglassen, sodass die Leute sich nicht dran gestört fühlen und du entspannt weiterleben kannst. Oder du gehst einfach raus. Du gehst einfach raus. Das Wetter wird ja langsam wieder besser. Das heißt, wir können bald, und da bin ich ziemlich sicher, auch draußen trainieren. Und das ist ja viel besser als hier in der Wohnung auf dem Boden. Kommen wir doch langsam zu den Regeln der Challenge. Die Challenge startet am 1.3. und endet am 31.3. Ihr könnt natürlich auch später einsteigen. Die Mehrheit und auch ich werden halt in diesem Zeitraum die Challenge machen. Pausentage. Ziel ist es natürlich, jeden Tag das Workout durchzuziehen. Sollte es aus irgendeinem Grund nicht gehen, dann könnt ihr einen Tag Pause pro Woche einplanen. Also über den ganzen Zeitraum von 30 Tagen, 4 Tage Pause wären vielleicht noch okay. Ich persönlich werde versuchen, keine Pause zu machen. Zu der Anzahl der Burpees. Such dir eine Zahl aus, mit der du starten möchtest. Nicht zu wenig, nicht zu viel, aber so, dass du das auf jeden Fall durchziehst. Und erhöhe jeden Tag um eine beliebige Anzahl an Burpees. 1, 5, 10, je nachdem, was du bist. Ich persönlich starte mit 100 Burpees und erhöhe jeden Tag um 5. Somit mache ich am ersten Tag 100 und am letzten Tag 250 Stück. Ich finde, eine Progressivität ist immer wichtig beim Training und kein Plateau zu erreichen und das Maximum aus uns rauszuholen. Und es soll ja letztendlich eine Challenge sein. Ich habe bestimmt seit ca. 15 Jahren keine Burpees mehr gemacht, deswegen hören sich 100 für mich erstmal als sehr viel an und 250 als kaum erreichbar. Ich habe mal auch kurz hochgerechnet. Über 31 Tage wären es insgesamt 5.425 Burpees und wenn ich das mit 1,4 Kalorien pro Burpee multipliziere, komme ich auf ca. 7.000 Kalorien, was ca. auch einem Kilogramm Fett entspricht. Das heißt, nach den 31 Tagen von dieser Challenge werde ich ca. 1 Kilogramm leichter sein. Mal gucken, ob das auch so eintrifft. Du musst auch nicht alle Burpees, die du dir für einen Tag vorgenommen hast, am Stück durchführen. Sollte es aus irgendeinem schwierig sein oder unmöglich sein, am Stück zu machen, dann unterteile das doch in 2 oder 3 Abschnitte. Zum Beispiel die eine Hälfte frühs und die andere Hälfte nachmittags. Mach so, wie es dir am besten passt. Leute, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen wieder bei dieser Challenge mitmachen. Dann können wir uns wieder gegenseitig motivieren. Bei den letzten Malen war das schon richtig nice. Und wer dabei ist, dann schreibt doch bitte in die Kommentare, Hashtag Easy30Days. Diesen Hashtag könnt ihr auch gerne auf anderen Social Kanälen nutzen, dann sehe ich das und bekomme das mit. Es ist der gleiche Hashtag wie bei den letzten Challenges. Und wenn ihr mir am Ende der Challenge eure Daten zur Verfügung stellt, würde ich diese gerne ins Endvideo aufnehmen. Wie zum Beispiel Körpermassveränderung, andere Veränderungen, ob positiv oder negativ, wie war der Muskelkater, wie seid ihr damit umgegangen. Ein Foto vorher wäre natürlich auch sehr, sehr nice. Ich weiß, dass viele Menschen sich im Netz unbedingt zeigen wollen, deswegen gar keine Pflicht, aber wäre cool. Beim letzten Mal haben mir ein paar Leute sogar eine Sprachnachricht mit ihren Erfahrungen und ihrem Feedback geschickt. Und das kam im Video auch ziemlich, ziemlich wild an. Und das würde ich diesmal natürlich auch begrüßen. Und das kommt natürlich auch viel, viel persönlicher und vermittelt mehr den Eindruck, die Community war richtig dabei, anstatt wenn ich hier dastehe und vorlese, ja, ich fand die Challenge gut, habe ein bisschen abgenommen, das war okay. Viel besser, wenn ihr das vorlest mit euren Gefühlen und euren Eindrücken. Also Leute, viel Spaß bei der Challenge. Bevor ihr wegklickt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, dann holt es doch bitte nach. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und fit. Ciao, ciao.